Ja, das fand ich jetzt nicht gut, was da gerade abgelaufen ist. Jonah. Wie geht's, Edsley? Gut. Sie haben ihn befreit, aber Sie haben Onuratu. Oh nein. Bist du okay? Ja. Ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Moment jetzt. Doch, sie hat wieder Waffen. Ich wollte gerade sagen. Oh, Moment. Doch, sie hat auch noch 29 Pfeile. Oh, ich dachte schon. Das Auge der Schlange. Was ist das? Ja, sieht auch gar nicht gefährlich aus, darüber zu kommen. Du willst nicht ernsthaft jetzt darüber springen, Lara, oder? Du kannst dich aber auch nicht abseilen dafür, ne? Oh mein Gott. Aber das ist Lara Croft, die schafft solche Sprünge natürlich. Dürfen nur unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Bin ich verarschen? Wo soll ich hinspringen? Ich würde jetzt sagen, wir müssen so nach unten gehen. Aber die will tatsächlich springen. Nee, 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 nee. Nicht mit mir, mein Fräulein. Geht doch. Sieht aus, als wäre es der einzige Weg, okay? Der einzige Weg wohin? Hallo? Lass mich doch nicht dumm sterben. Soll ich jetzt hier ins Wasser fallen oder was? Wahrscheinlich, oder? Also. Ich sehe ansonsten nämlich nichts mehr, wo ich hin könnte. Ja, ich würde mal sagen, Kamikaze! Ach toll, das ist schon voll. Ich denke, ich habe die Wasserpflanzen hier eben verkauft. Oh, 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 oh. Punkte, Punkte. Okay, dann mal los. Ja, war ja gar nicht so groß, ne, der Weg. Mal, habe ich das mit dem Pfeil gefrischt? Das habe ich doch freigeschaltet. Wieso kann ich die denn immer noch nicht benutzen? Naja. Wir schauen erstmal, was hier noch so auf uns zukommt. Nichts da unten Gutes. Scheint ein Tempel immer zu sein. Oh, das sieht schön aus. Das sieht gut aus. Juhu! Geronimo! Ein Lagerfeuer. Hoffentlich ist Onuratu okay. Oh, drei Fähigkeitspunkte. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Puh.
schießen Hoffentlich ist sie okay. Pfeile auf zwei Gegner. Das war, glaube ich, was ich haben wollte. Ist das neu? Er hätte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, achso, Pfeile wieder zu erlangen. Ist nur auf Pfeile bezogen. Leuchtmunition. Das ist alles so die Munition hier unten. Ach, damit kann ich überhaupt erst die Konzentrationspflanzen verwenden. Ach so. Ja, das könnte... Effekte halten länger an. Das könnte man auch mal im Auge behalten. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. Ist natürlich auch nicht schlecht. Nach einem Lautlos-Kill widersteht man kurzzeitig mehr Schaden. Das ist natürlich für mich persönlich sehr gut. Ausdauerkräutermischung reduzieren den erlittenen Schaden von feindlichen Nah- und Fernkampfzielen. Ja, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Die Effekte halten länger. Ja, wo war das jetzt mit dem Ausschalten? Würde ich sagen, nehmen wir das jetzt erstmal, weil das hört sich doch recht gut an. Drücken Sie B, um ungepanzerten Feinden auszuweichen und kontert sie mit Y. Fragt sich dann nur, was verstehen die jetzt unter Panzerung? Aber gut, da können wir uns dann später nochmal mit befassen. Noch sind wir ja mit den Rebellen hier unterwegs. Ich würde sagen, wir behalten unsere Optik noch. Ah, da ist ein Brief. Beziehungsweise ein Tagebuch. Da oben kann ich doch hoch. Von wem sind die? Ja, das will ich, glaube ich, lieber nicht wissen. Muss ich jetzt ins Wasser? Es ist hoch. Aber es geht. Ja, meinst du? Lara, ich vertraue dir. Oh. Lara hat wie immer recht gehabt. Es hat funktioniert. Unglaublich. Es ist unglaublich. Wir haben so viel Kram hier, was wir jetzt holen können. Versunkener Schatz, okay. Piranhas gewesen. Oh. Ich hoffe nicht. Oh, sag mir bitte, dass das keine Piranhas waren. Das haben wir schon voll. Ich glaube, wären das Piranhas gewesen, wären die direkt schon auf mich draufgegangen. So, hol mal eben Luft, Lara. Oh, obwohl... doch. Also die sind gerade als Feinde markiert worden. Oha. Sollte vielleicht doch ein bisschen weniger hier nach dem Zeug gucken. Obwohl, das ist jetzt nicht als Feind markiert worden hier. Also wohl nicht alle Fische sind Feinde. Da, Moment, da kann ich rumschwimmen. Das ist noch eine Kiste, das ist noch eine Kiste. Erstmal Luft holen. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht, Lara. Erstmal Luft holen. Okay, also die werden jetzt nicht als Piranhas eingestuft. Ich meine, beim Sammeln können wir dann natürlich auch
vielleicht noch die anderen Kisten finden. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle 5 hier drin sind oder wahrscheinlich eher nicht. Also hier ist keine mehr. Muss ich nur aufpassen. Oh, Moment doch. Oh, oh. Aber erstmal Luft holen, Lara, sonst das dauert sonst so lange hier. Und nochmal runter, komm. So, sehr schön. Da könnte ich jetzt theoretisch... Ach, da hinten ist noch eine. Wenn die jetzt natürlich alle hier vorne sind, also hier in dem Teich, das wäre natürlich noch besser. Vier von fünf, okay. Da ist noch was. Ja, jetzt zeigt er mir aber nichts mehr an. Piranhas? Ich meine, umso besser, ne? Das war komisch, aber es ist besser. Ah, da unten ist die letzte Kiste. Okay, ich habe sie gesehen, Lara. Ich habe sie gesehen. Ich hoffe, du auch. Wir müssen noch mal runter. So, hol Tiefluft. Oh, Lara, komm, schwimm dahin. Los, mach das. Schnell, du ertrinkst uns. Herausforderung versunkener Schatz habe ich abgeschlossen. Ah, das ist cool. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist cool. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da. Okay. Da hinten können wir wahrscheinlich wieder nicht... Doch, da könnten wir theoretisch durch. Da gucken wir dann auch nochmal vorher kurz nach. So. Ah, was ist das? Eine Karte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da ist noch Monolith. Monolith. Herausforderung, die habe ich geschafft. Das ist richtig gut. Wenn sie noch mitkommen, die nehmen wir noch eben mit hier. So. Okay, da sitzen Papageien drauf, wie süß. Das sind überall Papageien. Ah, oh, ich hab's geahnt, Lara. Du musst runter, los. Ja, dann nimm sie nicht mit. Ist mir auch egal. Oh, fuck. Oh, fuck. Da ist eine Kiste, aber ich habe hier keinen... Zum Luft holen. Lara, du erstickst gleich. Oh. Okay, Moment. Also da, wo wir hergekommen sind, da war gerade eine Kiste. Da hinten ist auch noch was. Ich hoffe, das sind jetzt keine Piranhas hier, weil die werden mir jetzt nicht als Piranhas angezeigt. Och, Lara, Mensch, von wo bist du denn jetzt gekommen? Das ist eine normale Kiste. Da hinten ist auf jeden Fall so eine Kiste. Komm, wir schwimmen jetzt erstmal dahin. So, jetzt keine Panik. Mach es wie bei Dead of Daylight. Keine Panik. Ich
kriege immer Panik. Nee, das war jetzt die Kiste, die ich hatte. Ich dachte schon, hinten sind jetzt doch noch Feinde. Ich bin doch von hier gekommen, oder nicht? Was bist du? Kann ich dich mitnehmen? Nee. Ach, verdammt, Lara. Du hättest dir merken sollen, wo die Kiste ist. Ach, das ist doch doof, Mensch. So, Moment. Dann, ich denke mal, da wird nichts sein, was wir jetzt brauchen, aber wir gehen da trotzdem nochmal rein. Mal nochmal hin. Ja, es war so klar. Es war so klar, dass das dann voll ist. Okay. Na komm. So, das ist auf jeden Fall die Richtung, die wir schwimmen müssen. Rechts ist ein Dokument. Rechts ist ein Dokument. Wie komme ich denn da nach rechts? So nicht. Was war das? Ja, da müssen wir später noch mal wegen dem Dokument gucken. Ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Lust da jetzt. Das sieht mir so nach Falle aus. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Echt? Okay. Ich dachte, der dich... Ach, nur da oben. Hatte ich den schon... Oh. Was war denn das jetzt gerade so am Ruckeln? Ja. Lara, kannst du soweit springen? Ich hoffe es für dich. Das hörte sich gerade gar nicht gut an. Hieß das jetzt, ich muss rüberlaufen und dann zur anderen Seite? Das war das Weiße unten. Ja. Nee, die geht auch gar nicht dahin, wo die hin soll. Leck mich, was war das? Hallo? Bist du dieses Monster? Ich habe euch schon völlig vergessen, euch Monster. Das ist bestimmt eins dieser Monster. Lass mal nachschauen. Was heißt, lass uns lieber nicht nachschauen, aber... Halten Sie links oder rechts und schwingen Sie hin und her. Ah, okay. Okay. Funktioniert nicht so richtig, aber gut. Versuchen wir mal. Geht das auch vielleicht noch ein bisschen mehr so? Okay, ich weiß jetzt, wie man es machen soll. Hey! Ah, ah, fuck! Mein Gott! Das haben sie doch jetzt extra gruselig gemacht, deswegen jetzt auch, dass man nichts sieht, ne? Das finde ich scheiße von euch, ehrlich. Ihr Arschlöcher! Ich war mich gerade doch am Fragen, ob Laras Brüste überhaupt an euch passen. Ich war gerade völlig innerlich abgelenkt. Hier sind so viele... kann ich das machen? Von dieser Seite anscheinend nicht. Moment. Da war was zum Springen. Die Frage ist, ist da oben irgendwas für mich? Nee, ne? Denke mal, ich muss diesem komischen Viech hier folgen. Ist hier noch irgendwas? Ich meine, außer dieses komische Monster. Ja. Fehlende Ausrüstung. Ist Schrotflinte erforderlich? Okay. Von mir aus. Wieso ist das hier alles so gelb?
So oder so. Ich muss schwimmen. Komm. Ich denke mal nicht, dass das viel schwimmen können, oder? Andererseits, wo ist es dann hin? Schwimmen, Lara, schwimmen. Ich weiß immer noch nicht, wie du schneller schwimmst. War klar, dass ich jetzt völlig auf dem falschen Weg bin. Oh nein, 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 nein. Nicht so ein Scheißaal. Aber ich muss ja eh nicht hier rum, ne? Ich muss ja. Aktuelles Einsatzziel. Ja, ich muss ja eigentlich zurück. Also ich hätte jetzt links rum abbiegen müssen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Konnte ich denn da links rum abbiegen? Schauen wir doch mal nach. Wir wollen ja jetzt nicht die ganzen Nebendinger machen. Wir wollen ja jetzt in erster Linie die Hauptgeschichte hier verfolgen. Ah, ja. Ja, 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 ja. Ich bin einfach mal falsch abgebogen. Okay. Meine ich doch, da ist was. Ja, oder auch nicht. Da komme ich doch wieder zurück. Komme ich doch jetzt wieder zurück. Ich bin doch nicht blöd. Das war doch das, was am Anfang hier versperrt war. Also muss ich jetzt doch. Ich muss aber da nach schräg links. Wieso schräg links? Moment. Von da bin ich doch gekommen. Hä, wollt ihr mich verarschen? Gehen wir halt wieder zurück. Und jetzt? Jetzt bin ich falsch. Okay, also ich denke mal, dass meine Intuition jetzt doch richtig war, dass ich da irgendwie hoch muss. Da am Anfang. Hoffe ich. Wenn nicht, dann stürze ich jetzt ab. Oh. Nehmen wir mal. Ja, du machst mir keine Angst mehr. Du kannst das nicht. Das war mal. Nur ein Geräusch. Genau. Genau, Lara. Glaub da dran. Du glaubst ja nicht an Monster. Ne? Du glaubst auch nicht an Übersinnliches oder Archäologie oder sowas. Ah, okay. Das sieht gut aus. Du schaffst es, Lara. Du bist tough. Nein, halt dich fest, halt dich fest. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Halt dich fest. Fuck, ey. Genau so, Lara. Genau so. Komm. Oh. Lass uns doch wieder zurückgehen. Ich muss auf jeden Fall darüber, ja? So wie das aussieht. Kannst mich mal. Aber ich bin doch schon so ein bisschen froh, dass ich das Maschinengewehr dabei habe. Sollte ich den runterschneiden? Vermutlich. Nicht? Hallo? Doch. Ich glaube, ich habe ein Schrotgewehr gefunden. Zeig mir nochmal.
Nimm doch das Schrotgewehr. Achso, das ist da drunter. Oh. Baby, jetzt bist du gerüstet. Aber du hast keine Munition. Hast du da mal dran gedacht? Okay. Dann lassen wir das Schrotgewehr. Aber Munition hat sie trotzdem. Ah, das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Das ist schön. Hier ist ein Lagerfeuer. Das heißt, da muss ich, glaube ich, jetzt einen Pfeil für herstellen. Aber das heißt, dass wir hier quasi erstmal uns ein bisschen ausruhen können. Schauen wir mal. Die Schrotflinte. Da haben wir direkt schon Upgrades für. Das ist doch geil. Bewirkt erhöhten Schaden. Das ist schon mal eins der wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Und das gleich zweifach. So, dann Ausgleichen des Rückstoßes wäre natürlich auch nicht verkehrt. Beschleunigtes Schießen. Brauche ich denn da? Ne, da brauche ich verschiedene Sachen für, ne? Beschleunigtes Nachladen. Also Ausgleichen des Rückstoßes oder das Nachladen. Dann ist mir das Nachladen aber ehrlich gesagt lieber. So, und da nehme ich mal stark an. Ja, da können wir beides nehmen. Hatte der jetzt gerade einen Kronengucken vorne dran? Das sah gerade so seltsam aus. Okay, dann ist das natürlich mega geil, dass wir eine neue Waffe haben. Ich glaube, sonst haben wir nichts. Köcher haben wir dabei. Mittelgroß, ja gut, den habe ich ja geholt. Das ist ja soweit auch alles klar. Nö, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Fähigkeit. Ja, da haben wir nur einen Punkt. Den sparen wir uns auf jeden Fall erstmal auf. Aber ich denke, dass ich hier mal einen kleinen Cut mitmachen werde. Und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen.